Herzlich willkommen zu einer neuen War Thunder News Folge. Heute geht es um den CMC CCKW 353. Kurz gesagt, ein Flakpanzer oder Flak-Truck für die Franzosen. Er hat eine 40 mm Bofors-Kanone und jeder, der schon die Naval Forces gespielt hat, kennt die Kanone bereits. Und wird natürlich hauptsächlich gegen Flugzeuge eingesetzt. Man hat zwei Munitionstypen, eine hochexplosive Schrapnellgranate mit Leuchtspur, die perfekt für die Zerstörung von Flugzeugen geeignet ist, und eine panzerbrechende Granate mit Leuchtspur, die feindliche Panzer und gepanzerte Fahrzeuge zerstören kann. Den Flak-LKW findet man auf den mittleren Rängen des französischen Forschungsbaums wieder, hat, wie ihr seht, auch nur ein Kanonenrohr, ist also leider keine Zwillingskanone. Wenn man jetzt auch nochmal die AP-Munition betrachtet, die schafft eine Penetrationsleistung von 60 mm auf 100 Meter, zumindest was mir Google beim schnellen Google mal verraten hat. Mehr gibt's eigentlich auch nicht mehr zu sagen, außer dass dieser LKW natürlich überhaupt keine Panzerung besitzt. Man muss also sehr vorsichtig mit dem spielen. Also generell mit jeder Flak muss man eigentlich vorsichtig spielen. Jedoch kann ich mir vorstellen, wenn dieser LKW auf BR 2, 3 oder obwohl, ja gut, 2, 3 ist wahrscheinlich zu niedrig. Sagen wir mal auf 3, 7 oder 4, 3 ist, kann man damit schon mal ein paar Panzer zumindest von hinten kaputt schießen. Wenn es denn diese 60 mm sind, die ich gefunden habe per Google. Gaijin hat dazu nichts geschrieben. Also lassen wir uns einfach mal überraschen. Es gibt ja schon genug Flak-LKWs im Spiel. Ich bin eigentlich kein großer Fan von denen, aber vielleicht ist ja die französische Variante besser. Also, hoffentlich hat euch das Video gefallen und dann sieht man sich auch wieder beim nächsten Video. Ciao!